Er ist schön, geheimnisvoll und er ist so ganz anders. Der St. Viperti-Friedhof in Quedlinburg. Dieser Friedhof ist Andreas Ströbels Passion. Ehrenamtlich kümmert sich der Archäologe und Kunsthistoriker um die Anlage. 54 Gruftkammern sind hier, wie in einer Reihenhaussiedlung, in den Sandstein gemauert. Die meisten Kammern sind um die 300 Jahre alt. Hunderte Grüfte soll es allein in Ostdeutschland geben. Dass es so viele sind, hängt vermutlich mit der Reformation und einer damit verbundenen neuen Bestattungskultur zusammen. Andreas Ströbel ist Spezialist für Grüfte und Gruftanlagen. Viele hat er bisher erforscht. Er kennt den Spagat zwischen Wahrung der Totenruhe und wissenschaftlichem Interesse. Wir befinden uns hier in einer der Gruftkammern auf dem St. Viperti-Friedhof in Quedlinburg. Diese Kammer ist Teil einer großen Anlage aus zwei Terrassen, die übereinander gebaut sind. Und diese Gruftanlage ist einzigartig in ganz Europa. Sowas kennen wir sonst von keinem Friedhof. In vielen Grüften haben sich wahre Schätze erhalten. Von Sagen über Grabbeigaben bis hin zu Mumien. All das kündet einzigartig von vergangenen Zeiten und der Sehnsucht nach ewigem Leben. Auf diesen Särgen oder auf den Inschriftenplatten, auf den Inschriftenblechen finden wir oft Symbole oder Ornamente, die sprechend sind. Zum Beispiel das Efeu. Das Efeu ist nicht einfach eine schöne Pflanze, sondern als immergrüne Pflanze ein Symbol für das ewige Leben. Dann finden wir Schmetterlinge. Schmetterlinge sind seit der Antike ein Symbol für die entfliehende Seele. Und deswegen haben diese Schmetterlinge hier oft Verwendung gefunden. Manchmal ist es auch ein Nachtfalter, also da ist noch der Bezug zum Nächtlichen, zu der Totenwelt gegeben. Dann wiederum finden wir auch den Ouroboros. Der Ouroboros ist eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt und damit ein Sinnbild für die Unendlichkeit, für die Ewigkeit darstellt. Es waren wohlhabende Bürger und Adlige, die sich die kostspielige Beisetzung in einer Gruft leisten konnten. Eine Familiengruft war repräsentativ, ein steinernes Symbol für Rang und Namen und Reichtum und Macht. Aber ließ man sich damals in der Gruft bestatten, noch aus einem anderen Grund? Man wusste bestimmt, dass Leichname in solchen Räumen austrocknen und sich erhalten. Aber die Frage ist nach wie vor, inwieweit das gewollt wurde. Die ganzen Gruftkammern auf dem Viperti-Friedhof sind durch Belüftungsschächte belüftet worden. Das ist ja ganz wichtig, dass wir einen Luftzug haben, um natürlich das Gebäude selbst zu erhalten. Der Raum muss trocken bleiben, was zur Folge hat, dass auch die darin liegenden oder stehenden Bestatteten ständig von diesem Luftzug umspielt werden und trocken bleiben. Und wir hinterher mit einer natürlichen Mumifikation der Leichname rechnen können. Warum sollten die Leichname nicht verwesen? Und finden sich in allen Grüften heute noch Mumien? Bei Krimitschau in Sachsen befindet sich das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain. Mit Ausstellungsstücken aus fast 4 Jahrhunderten. Jürgen Knaus leitet das Museum, zu dem noch ein ganz besonderer Schatz gehört. Ein Mausoleum. Die einstigen Besitzer des Gutes ließen sich nicht in der Schlosskapelle bestatten, sondern in diesem monumentalen Grabmal auf dem Friedhof. Ja, also von seiner Art her ist es eine recht einmalige Anlage hier im ländlichen Raum als eine Erdbegräbnisstätte von Rittergutsbesitzern. Es ist ja 1785 von Karl Gottlob Scheuereck erbaut worden. Karl Gottlob Scheuereck war der erste bürgerliche Rittergutsbesitzer, der nach seinem Tod bei einem Jagdunfall 1794 hier beerdigt wurde oder beigesetzt in der Gruft. Interessant ist die ganze Anlage als in so einem byzantinischen Stil und dann mit einer Decke blau mit goldenen Farben gehalten, Sterne und quasi eine Sonne. Und Wissenschaftler haben dann eben uns darauf hingewiesen, mit verschiedenen
Symbolen, die auch im Rittergut vorne auftauchen, dass möglicherweise die Familie Scheuereck den Freimaurern nahestand oder vielleicht sogar bei den Freimaurern war. In der Gruft stehen 12 Särge und eine Urne. In den Särgen fanden Forscher mumifizierte Leichname. Wer in den Särgen liegt, haben die Forscher nicht klären können. Die Schilder mit den Namen der Bestatteten sind irgendwann gestohlen worden. Nur bei 2 Toten weiß man, um wen es sich handelt. Einer von ihnen ist Karl Gottlob Scheuereck, der Stifter des Mausoleums. Im Zuge der ganzen Erforschungen im Museum sind hier auch an den Särgen und an den darin befindlichen Mumien diverse Untersuchungen und Forschungen durchgeführt worden. Es gibt Untersuchungen zum Bereich der Sterbewäsche, zu den Beilagen in den Särgen, also bis hin zu Messungen, welche Belastungen zum Beispiel von Schimmelpilzen oder Ähnliches hier unten ist. Dann gibt es Untersuchungen, naturwissenschaftliche Untersuchungen, warum die Mumien hier sich so erhalten haben. Und das hat den Grund einer ganz speziellen Mumifizierung. Wurden quasi ausgenommen. Das heißt also, die ganzen inneren Organe wurden entfernt, die Körperflüssigkeiten wurden abgeleitet und, also um das ganz einfach darzustellen, sie wurden ausgestopft. Sie wurden also mit Kräutern ausgestopft, um diese Verwesung aufzuhalten. Es scheint, dass die Mumifizierung wirklich gewollt war. Die Grüfte boten dafür die besten Bedingungen. Grüfte haben deswegen einen besonderen Reiz, weil die Haltung des Sarges und des Leichnams eine ganz andere ist als zum Beispiel in einem Erdgrab. In der Gruft selber erhalten sich alle Materialien, also Holz, Papier, Textilien, Leder, der Leichnam natürlich selbst. Und da blicken uns eben Menschen an. Und die erzählen eben auch noch Geschichten. Die Beigaben teilen uns mit, wie die Angehörigen um die Verstorbenen getrauert haben, auch was für Angst man hatte vor dem Tod, vor dem Toten selbst, vor dem Leichnam womöglich, da wir ganz oft Kräuter zum Beispiel finden, die gefahrabwehrend sind. Die Gruft von Blankenhain ist so konstruiert, dass die Toten mit Blick auf den Himmel des Mausoleums bestattet sind. Jürgen Knaus öffnet das Mausoleum sehr selten und nur für bestimmte Besucher, zum Beispiel Kirchengruppen. Bedingung: Sie müssen an einer Führung durch das gesamte Museum teilnehmen. Manche Besucher möchten gern sehen, wer in den Särgen liegt. Doch die Särge bleiben für die Öffentlichkeit ein für allemal geschlossen. Knaus wird die Totenruhe wahren. In Berge im Land Brandenburg geht man ähnlich behutsam mit den Toten um. Und doch anders. Unter dem fast 450 Jahre alten Kirchturm gibt es eine geheimnisvolle Gruft. Nur Insider wissen von ihr. Und wer hinabsteigen will, muss sich an die Kirchengemeinde wenden. Harald Grasow ist Mitglied des Gemeindekirchenrates und hat den Schlüssel zu Kirche und Gruft. Ja, wir als Schulkinder, auch von klein an, wussten, dass in dieser Gruft unterm Turm in 2 alten Holzsärgen Mumien liegen sollen, aber man konnte sie leider nicht besuchen, denn es gab nur ein kleines Fenster. Wir haben aber mal durchgeguckt und haben die Särge stehen sehen und uns schaurige Geschichten erzählt, nicht? Wie das so ist in kleinen Kindertagen.
dann gab es natürlich auch später einen neugierigen Pfarrer, der da mal runter wollte, der Herr Schmidt. Der hat dann, das war dann Anfang der 70er Jahre, diese Gruft auch mal zugänglich gemacht, hat dieses Fenster aufgemacht, hat die Eisenstäbe, die da drin waren, herausgesägt und ist da eingestiegen und hat dann wirklich mal nachgeguckt, ob das stimmt, was alle erzählt haben, die Leute schon, unsere Eltern und Großeltern haben ihm alle erzählt, da sind Mumien drin. Pfarrer Schmidt holte sich damals wissenschaftlichen Beistand. Ein Anthropologe aus Berlin kam und untersuchte die Särge. Er fand zwei sehr gut erhaltene Mumien, eine männliche und eine weibliche. Wer sie waren, blieb jedoch im Dunkeln. Es gab weder Schilder noch Grabbeigaben oder Sterbewäsche. Dafür entdeckte der Forscher, dass die Leichname auf einem besonderen Kraut gebettet waren. Wir finden zum Beispiel öfters Hopfenbettungen. Das heißt, der Leichnam wurde auf ein Kissen aus Hopfenblüten gelegt. Der Hopfen hat verschiedene Wirkungen. Er riecht angenehm, er ist antibakteriell, er saugt natürlich auch Feuchtigkeit auf und womöglich sorgt er für einen guten Schlaf. Da sind also verschiedene Bedeutungsebenen, die wir bedenken müssen. Es mag sein, dass das für die Aufbahrung selber gedacht war, befördert selbstverständlich eine bessere Erhaltung des Leichnams und eine dahingehende natürliche Mumifikation. Also wieder ein Zeichen dafür, dass die Mumifizierung gewollt war? Und wer sind denn nun die geheimnisvollen Toten? Wir finden oft Grüfte vor, in denen die Bestattungen nicht alle zuzuordnen sind. Wenn wir ein Inschriftenblech auf einem Sarg finden, dann können wir natürlich sagen, dass es der oder diejenige Bestattete. Wenn diese Inschriftenbleche nicht mehr vorhanden sind, müssen wir uns auf dem Ausschlussprinzip herantasten, wer das wohl sein könnte. Und dann lesen wir in den Kirchenbüchern, wer in der Gruft liegen sollte und schauen dann nach, wer könnte das sein, wer ist so und so alt, passt dieser Sarg in die Zeit, könnten wir Pathologien beobachten, die womöglich zu einer Todesursache passen, die in den Sterbebüchern verzeichnet sind. Das sind also ganz unterschiedliche Methoden, wo wir uns sozusagen detektivisch an den einzelnen Bestatteten dann herantasten. Möglicherweise geben in Berge die vier großen Epitaphien am Kirchturm Auskunft über die Identität der Toten. Sind es zwei der in Stein gehauenen Personen? Ist es Sophia von Bosen, vor fast 400 Jahren gestorben? Oder Wichmann von Hake, 1585 verschieden? Ist es Ludwig von Hake, gestorben 1604, oder dessen Schwiegertochter Anna Margarete? Das bleibt ihr Geheimnis. Wer den Weg in die Kirche von Berge sucht, der findet außer der Gruft auch noch einen prächtigen, von der hier bestatteten Familie Hake gestifteten Kanzelaltar. Wir haben uns im Gemeindekirchenrat gemeinsam mit dem Herrn Pfarrer geeinigt, dass wir auch weiterhin die Mumien interessierten Leuten zeigen, aber keinen Massentourismus durchführen werden. Was bedeutet für unsere Vorfahren der Tod? War er nur das Ende des Lebens? Der Archäologe Andreas Ströbel trifft auf dem Viperti-Friedhof Bettina Seiderhelm. Sie ist die Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands und beschäftigt sich mit protestantischer Bestattungskultur und Martin Luthers Auferstehungstheologie. Der Tod ist das Ende des irdischen Lebens zunächst mal, führt aber dazu, dass die Seele sozusagen vom Körper sich trennt und am jüngsten Tage durch Christus der Körper auch zur Auferstehung geleitet wird. Luther spricht von Schlafkämmerlein, von Ruhekämmerlein. Der Sarg oder die Gruftkammer ist eben so eine Ruhekammer, in der man der Auferstehung entgegenschläft. Hofften die Menschen also darauf, dass ihre Körper nicht verwesen, damit sie dereinst unversehrt zu Gott kommen? Selbst.
Wir warten immer noch auf ein Dokument, zum Beispiel ein Schriftstück, wo steht, dann balsamierten wir den Leichnam, wir behandelten ihn so und so. Das fehlt uns einfach noch. Wir haben einen Hinweis aus Berlin, der 1710 datiert. Da geht es eben um den Wunsch des Nichtverwesens einer Kinderleiche. Für wie lange das dauern sollte oder gelten sollte, das wissen wir nicht. Es gibt ein Gerücht aus Görlitz, es gibt eine Legende aus Riesa. Es ist etwas unklar, weil wir eben keinen Nachweis für die intentionelle Mumifizierung des Leichnams haben, wohl aber natürlich Trockenmumien, die durch natürliche Mumifikation entstanden sind. Martin Luther räumte mit der mittelalterlichen Vorstellung vom Fegefeuer auf. Der Tod war für ihn ein traumloser Schlaf, bis zum Tag der Auferstehung. Dürfen wir heute diesen Schlaf der Toten stören? Aus wissenschaftlichem Interesse oder auch aus Sensationsgier? Sofern es denn tatsächlich wirklich ein wissenschaftliches Interesse daran gibt, wird in unserer Landeskirche sehr offen, allerdings immer unter Wahrung der Würde des Toten behandelt. Was nicht genehmigt wird, aus sehr gutem Grunde, ist die Zurschaustellung der Toten. Das hat einfach auch damit zu tun, dass der Vermächtniswille der Toten hier akzeptiert werden muss. Sie hatten tatsächlich die Vorstellung zu ruhen. Natürlich kommt dazu auch eine moralische Fragestellung. Und wir als Wissenschaftler sollten uns immer fragen, würde ich das selbst mit meinem Leichnam veranstaltet wissen? Ich glaube, dass man das auch bei den Toten respektieren muss, dass man sie da auch schützen soll. Es ist einmal gesagt worden, dass mit der Aufklärung eine Bevölkerungsgruppe ganz besonders entrechtet worden ist, nämlich die der Toten. Seit dem Mittelalter hatten die Toten, die hatten einen Willen, der auch erfüllt wurde, der auch Rechtsbedeutung hatte. Sie waren Rechtspersonen und das hat in unserer Zeit so stark aufgehört, während wir auf der anderen Seite unendliche Angst vor dem Tod haben. Warum aber fühlen sich heute so viele Menschen von Grüften, Mumien oder plastinierten Toten angezogen? Diese Frage ist sehr interessant, weil wir auf der einen Seite diese sehr starke Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod und auch die Angst davor, Sterbende in ihrem Tod zu begleiten, beobachten und andererseits irgendwelche Gruselfilme, entsprechende Präparate und solche Dinge dann auch wieder sehr die Menschen anziehen. Das ist aber ein Phänomen, das wir über die Jahrhunderte sehen, dass entsprechend gruselige oder grausliche Sachen manche Menschen sehr anziehen. Das geht bis hin zur mittelalterlichen Hinrichtung. Ilmersdorf ist ein abgeschiedener Ort in der brandenburgischen Lausitz. So klein wie das Dorf ist auch die Kirche. Kaspar Ernst von Normann hat sie 1742 bauen lassen. Beinahe wäre sie zu DDR-Zeiten weggebaggert worden. Ein Braunkohletagebau sollte hierher. Frau Grosch und Herr Dittrich sind Kirchenälteste und führen Besucher durch die Kirche. Die meisten Besucher kommen wegen der Mumien. Die ruhen in der Gruft hinter den Kirchenbänken, gegenüber dem Altar. Die Ilmersdorfer öffnen die Gruft immer an den Wochenenden zwischen Mai und Oktober. 2 Euro kostet der Eintritt. In der Gruft gibt es 11 mumifizierte Leichname. 4 Särge sind offen. Ja, da sind viele sehr überrascht, besonders die so mitkommen und noch nie was davon gehört haben und so. Und auch über, wie soll ich sagen, die Schönheit oder Ansehnlichkeit unserer Mumien. Viele kennen ja Karl Butz und die sind dann, denken dann, die kriegen so was Ähnliches zu sehen. Aber unsere sind ja viel schöner. Fünf Mumien unter Glas. Ganz außen liegt der Kirchenstifter Kaspar Ernst von Normann. Der war Obristwachtmeister bei der preußischen Armee und wurde 1748 bestattet. Neben ihm seine Schwiegertochter Ulrike Eleonore.
Die dritte Mumie ist Wilhelm Erdmann, der Sohn Kaspar Ernst von Normanns. Zu guter Letzt kann man eine spätere Verwandte sehen, Caroline Luise von Schönberg. Sie starb 1821, stattliche 81 Jahre alt. Ein Bildnis von ihr aus Lebzeiten hängt in der Kirche. Über ihren Leichnam sind mysteriöse violette Bänder gespannt. Ich gehe eigentlich in meinen Führungen und so auf diese Bänder nicht ein. Aber wenn es natürlich jemand wissen möchte, dann sage ich bloß halt, ja, es war vielleicht zur damaligen Zeit, als sie gestorben ist, so üblich gewesen, diese Bänder ranzumachen. Oder vielleicht waren es auch, was ich jetzt spekuliere, irgendwelche Haltegurte, als man sie hier vielleicht hier überführt hatte, über die holprige Dorfstraße. Wir beobachten in ganz vielen Bestattungen Bänder, die über den Leichnam gespannt sind, also an den Sargkanten festgenagelt sind, zickzack oder kreuzförmig. Was diese Bänder bedeuten, wissen wir noch nicht. Es gibt die Vermutung, dass das eine Transportsicherung ist, aber es könnte auch mit einer Angst zu tun haben, dass der Tote womöglich aufsteht, wiederkehrt. Was eben auch möglich ist, ist, dass das aus einem Ritus herrührt, den wir nicht kennen, den vielleicht auch die Menschen gar nicht mehr kannten, die diese Bänder dort angebracht haben. Also eine Sache, die sich verselbstständigt hat, man hat es eben so gemacht und gar nicht mehr nach dem Sinn dahinter gefragt. Ein tragisches Schicksal hatte Ulrike Eleonore. Sie starb nur 28 Jahre alt im Kindbett. Auch ihr Baby überlebte nicht. Beide sind im Tod vereint. Es ist anrührend. Gerade beim mumifizierten Leichnam ist es so, dass man den Toten wirklich ins Gesicht sieht. Ich sage auch immer, an jedem Sarg hängen Tränen. Und gerade wenn man sieht, zum Beispiel Kinderbestattungen, wie liebevoll die hergerichtet sind, dann wird man als Archäologe oder Kunsthistoriker dann auch einfach mal still, weil man sich vergegenwärtigt, was da eben auch an Trauer an diesen Befunden hängt. Auffällig gut erhalten ist die Kleidung der Toten. Sowohl die Textilien als auch Leder und Knöpfe. Das ist in anderen Grüften oft nicht mehr der Fall. Motten und Speckkäfer haben da die Textilien vernichtet. Und was Insekten nicht schafften, haben Menschen zerstört. Viele Grüfte und Särge wurden geplündert, vor allem in Kriegszeiten. Auch in Ilmersdorf. Der Sohn Wilhelm Erdmann, er war ja der Drittmeister gewesen. Also hat man denen mit Sicherheit auch Sporen in Säbel beigelegt, als sie verstorben waren. Die Frauen wurden mit 100%iger Sicherheit auch mit ihrem Geschmuck, mit Ringen und mit Ketten beigesetzt. Aber das ist, wie gesagt, alles nicht mehr da. Nun, weil aus dem einfachen Grund, die Gruft war ja immer begehbar gewesen. Wer also den Schlüssel von der Kirche hatte, der konnte auch durch diese einfache Brettertür in die Gruft gehen, konnte den Deckel heben und sich der Sache bedienen oder schauen. Und da sind wahrscheinlich viele Sachen abhanden gekommen. Wir sehen jetzt die Mumien nur noch so, wie sie eigentlich schon lange, lange Zeit so zu sehen sind. Heute achtet man sehr wohl auf die Mumien. Man sorgt auch für ein gutes Klima. Mit Hightech wird es überwacht. Ansonsten würden sofort Zerfall und Verwesung einsetzen. Bevor Besucher die Mumien anschauen dürfen, werden sie durch die Kirche geführt. Dabei sehen sie auch den Kanzelaltar, den Kaspar Ernst von Normann für sein Seelenheil gestiftet hat. Die Besucher sollen Zeit finden, über Leben und Tod nachzudenken. Die Ilmersdorfer sind stolz. Sie retten ihre Kirche so vor dem Zerfall. Eine Kirche, die gleichzeitig Erbbegräbnisstätte ist. Nach der Kirchweih 2002 hatte dann Pfarrer Krüger noch mal ein Treffen mit den Nachfahren organisiert, hier in Ilmersdorf. Und dort haben wir dann hier zusammen gesessen und auch das mal so richtig so erörtert, wie es dazu kommt eigentlich, dass wir jetzt auch noch als Kirchengemeinde diese Nachfahren, ich sag mal jetzt salopp, zur Schau stellen oder dass wir sie noch zeigen. Ja, die sind damit eigentlich relativ locker umgegangen und haben das auch begrüßt. Vor allem, dass dieses Gebäude eben nach so vielen Jahren noch
erhalten wird und dass es Menschen eben gibt, die sich dafür einsetzen, dass dieses Gebäude erhalten bleibt. Die Mumien werden einerseits sorgsam behütet, andererseits werden sie gezeigt. Wie vereinbaren die Ilmersdorfer das mit ihrem Glauben? Und wie denken sie über die Totenruhe? Ich würde sagen, dass man das an unseren Mumien gut sehen kann. Dass die Menschen, also dass der Mensch eine Hülle ist, solange er lebt. Das eigentlich Innere, das Geistige ist und bleibt die Seele, die zu Gott geht. Die Hoffnung auf Gott und das ewige, himmlische Leben. Tod verheißt Hoffnung. Für Christen ist das nicht unglaublich. Der Archäologe Andreas Ströbel findet in vielen Grüften Zeichen dafür. Auch auf dem Viperti-Friedhof in Quedlinburg. Auf vielen der Grufttüren hier auf dem St. Viperti-Friedhof sehen wir ein Ornament, das immer wiederkehrt. Wir haben hier das Kreuz als Symbol des Glaubens. Dann haben wir den Anker für die Hoffnung. Der Anker geht nach oben, ist also im Himmel verankert. Dann haben wir die verlöschende Fackel als Symbol für das verlöschende, ausgehende Leben. Und dann haben wir hier die Dornenkrone als Symbol für den Tod Christi. Und damit auch für den eigenen Tod. Andreas Ströbel bedauert, dass in den Viperti-Grüften nur noch wenige Särge erhalten sind. Die meisten Kammern wurden und werden von der Verwaltung beräumt, die Leichname im Erdgrab anonym bestattet. Die Kammern werden neu verpachtet, unter der Bedingung, dass die Pächter die Grüfte restaurieren. So soll die einzigartige Gesamtanlage bewahrt werden. Vor Andreas Ströbel kämpfte bereits ein Mann darum, dass der Viperti-Friedhof als Kulturerbe erhalten bleibt. Herr Eike Schmalz hat sich jahrzehntelang um diesen Friedhof gekümmert. Er war Quedlinburger, er ist leider letztes Jahr gestorben. Und er hat in den 60er Jahren dafür gesorgt, dass dieser wunderbare Friedhof nicht zu einem Parkplatz umgebaut wurde. Und es gibt mehrere Menschen, die ihn gut kannten. Ich habe ihn sehr gemocht und sehr geschätzt. Und ja, wir versuchen, seine Arbeit fortzusetzen. Und mit dem heutigen Tag hat sich bereits ein Förderverein zusammengesetzt. Und wir werden versuchen, das Vermächtnis von Herrn Schmalz zu übernehmen bzw. seine Arbeit fortzusetzen.